So Leute, da bin ich auch schon wieder zurück mit meinem nächsten Part hier mit Sammelei und Hassen hier sehen, ne? Und wir müssen uns jetzt mit unserem Jumper wahrscheinlich hier unten drunter begeben. Weil irgendein Arsch hat das Geld hier unter versteckt. Ich weiß nicht, wie er da hingekommen ist. Nee, komm, ich will's gar nicht. Alles. Ich will das ja nicht wissen. Ich will wirklich nicht wissen. So. Jetzt gehen wir als nächstes einfach mal so Pi mal Daumen hier vorne hin. Und werden uns hier mal mit der Schnellreise hinbegeben. Damit das ein bisschen fixer vorangeht. No? Nein, ich habe keine Zeit zum Essen, zum Trinken, zum, ne? Zum allen. Ich habe nicht einmal für private Dinge Zeit. Und wenn ich sowas schon sage, das heißt dann schon was, ne? So, wie komme ich da oben drauf? Wie komme ich da oben drauf? Wie komme ich da oben drauf? Wie? Wie, was, wo und warum? Wir nehmen am besten die Treppe. Das ist, glaube ich, der einfachste Weg, den es nach oben gibt, oder? Oder? Da geht's runter. Da will ich aber nicht hin. Ja, Lauf gegen den Tisch. Wunderbar. Ach, ich freue mich. So. Warte mal. Tschüss. Dann mal los. Aufschwärmen. Na klar. Mach mal. Ja. Ihre Einsatzleitung, uns wurde zugetragen, dass in Ihrer unmittelbaren Nähe ein Verbrecher sein soll. Alles klar. Warte mal, ich stehe hier einfach nur. Polizei? Polizia? Brechen wir ab, er ist weg. Ja, genau du. Ich hab gesehen, dass du das gerade warst. Alter, da hat jemanden umgebracht, ne? Alter, ich bin Augenzeuge, ich hab's gesehen. Ja. Was soll das? Was ist das soll, ey? Da hat jemand umgebracht. Okay, echt jetzt. Was ist passiert? Scheiße mit Reis. Ja. Was soll das? Auf dem Rückzug! Flugzug, Rückzug! Schicken Sie Verstärkung! Nee, lass mal. Brauchst du nicht! Wieso eine Verstärkung? Das ist doch. Also ich bitte dich! Na, muss aber nicht sein, oder? Verstärkung braucht doch keine Sau. Seit wann braucht man denn Verstärkung? Verstärkung ist doch... Ist doch langweilig. Man muss das alleine schaffen. Und wenn du es nicht alleine schaffst, dann weißt du ganz genau, du bist ein Schlaffer. So. Hier komme ich nicht hoch. Hier auch nicht. Was für einen geilen Hintern habe ich gesehen? Was? Ja, Tag. So, wie komme ich am besten da oben durch? Ach ja, ich glaube, über diese Seite geht es am... Oder? 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 Sieht gut aus. That is nice. That's very nice. I like this. Very, very much.
From the Klutsch, Quutsch, ne? Weiß Bescheid. So, Alter, geil! Ein Yakuza oder Yakuzi oder... Yakuza, jawohl! Wo ist die? Ich brauche hier, ach Mensch, wie hieß er? Ach Mist, ich komme jetzt gerade nicht auf seinen Namen. Warte mal, ich hab, mal ganz, ganz kurz einen Moment. Ich habe das Spiel doch hier vorne liegen. Moment, wie hieß er? Na, wo steht denn jetzt der Name? Ich brauche Kurama Kiryu. Dann habe ich die Yakuza hier. Oh Mann. Da kann man echt sehen. Ich bin durch. Ich sollte eigentlich gar nicht aufnehmen. Das wäre, glaube ich, viel gesünder für mich. Aber was mache ich? Nehme natürlich auf. Was soll's? Wieso piepst du jetzt schon wieder? Was willst du? Ach so, ja, das können wir, das sollte machbar sein. Also, ne? Bümchen, das kriegen wir, glaube ich, irgendwie gebacken. So, gut, wo waren wir jetzt? Wir waren hier vorne, dann könnten wir eigentlich gleich mal... Machen wir hier das nächste, machen wir hier nochmal einen Schnellreisefix hin, um ein paar Meter zu sperren. Ne? Und dann läuft schon wieder mit 30 FPS. Ein bisschen komisch, aber okay. So, ist das jetzt hier im Dings oder ist das unten oder oben oder... Warte mal. Ah ne, ist hier oben. Danke. Ja. Hallo. Würdest du da... Sag mal. Markus. Würdest du das bitte... Bist du zu blöd, das da aufzuheben, oder was? Was tust du? Danke. Sehr freundlich. Alter. Dumm wie ein Stück Brot. Hallo. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Ne? Also manche Dinger sind ja echt zum Haare ausreißen. Also mit Schmackes und so, ne? So. Wir haben jetzt hier den nächsten. Da könnten wir doch eigentlich... So, ich höre zwar den Streit, aber ich sehe ihn nicht. Oder bin ich blind? Keine Ahnung. Stößt mich immer runter, ne? Tschüss! Ja, Stoß, wir haben es ausgehalten. Boah! Perfekt! Perfekt! I like this. That's perfect! So, und hier ist mal wieder... Sperrgebiet. Da kommt, sieht gerade keiner. Danke. Haus drin, ne? So, wunderbar. War das nächste. Lombard Street, da haben wir dann noch ein Kleidungsstück. Aber wir holen uns jetzt erstmal die Kohle hier unten, würde ich sagen. Da sind vielleicht drei Stück auf einem Punkt, die man gleich so ablaufen kann. Aus welch? Wie gesagt, was mich nur so ein bisschen wundert, dass das Spiel hier zwischendurch immer mal auf 30 FPS runtergeht. Obwohl es eigentlich mit 60 laufen müsste. Also. Ach hey, wie lange haben wir schon keine Dings mehr gehabt? Zentrale, wir haben einen Anruf.
Versuchen Sie nicht zu fliehen. Kommen Sie sofort zurück. Achso. Wieso habe ich eigentlich kein Foto für die Waffe? So, ich hoffe mal, dass das jetzt klappt. Ah, sehr schön. Das finde ich schon mal nice. Na, perfekt. Wir haben keinen Schusswaffengebrauch gemacht. Geil. Das ist doch nice. So, guck mal. Gehen wir gleich auf die andere Straßenseite. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Haben wir's mal. Psst. So laut. Muss nicht jeder mitkriegen. Weißt du? Willst du mich verarschen? Leute, ich sammle hier nur Geld. Was? Hä? Setze Sprengstoff ein. Was? Ach, ist das schön. Ich freue mich. Das war, glaube ich, falsch. Ja, wunderbar. Perfekt. Na, erst schießen, dann nachdenken. Also. Und eine Elektroschockwaffe ist ja so eine gefährliche Waffe. Und was die anderen, die hier mit Pistole und sonstigen Knarren rumlaufen, das ist ja, ne? Das interessiert ja keinen. Warum denn auch? Warum sollte es da denn auch Probleme geben? Warte mal, das können wir ganz einfach machen. Zack. Dankeschön. $706.000. Wunderbar. So, das waren diese Geldstücke. Toll. Online-Operation? Nein, das machen wir nicht. Forget it. Und wie gesagt, Online-Missionen haben nichts mit dem Hauptspiel zu tun. Und die werden hier nicht gezeigt. Weil es ja immer zwischendurch mal gewünscht wird, ich soll doch bitte die Online-Mission auch mitmachen. Nein. Weil meistens habe ich dann solche Leute, gegen die ich spielen muss, die sich dann wahrscheinlich die Cheats oder sonstige Sachen benutzen, was man dann natürlich auch nicht melden kann. Und das sehe ich einfach nicht ein. Das mache ich nicht mit. Und genau deswegen mache ich solche Missionen nicht. Da. Ja, sehr gerne. So, hier. Alle Einheiten, 1031. Fahndungsmeldung für einen entflohenen Straftäter. CTOS hat die Koordinaten des Verdächtigen. Gehen Sie extrem vorsichtig.
Ja, Kumpel, du wirst jetzt verhaftet, ne? Ich will ihre Hände sehen. Was meine? Wieso? Ich war das nicht. Ich hab nur gepupst. Oh bitte, was war das? Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Echt? Muss aber nicht, ne? Guck mal, so scheiße wie der aussieht, der braucht doch keinen Anwalt. Was soll das? Okay, echt jetzt. Was? Ich hab... Ihr habt, ne? Oh bitte, was war das? Oh yeah. Was? Ich weiß es auch nicht. Zentrale, wir haben einen anonymen Tipp zu einem möglichen Verdächtigen. Bitte melden. Na, das muss ja eine tolle Lackierung sein, wenn die da jetzt mit 4-5 Leuten rumstehen, ne? Ist ja Wahnsinn. So, ja Leute, kommt ran hier, zack, zack. Das muss ich festhalten. Wow, ich mache ein Foto. Geil, ich auch. Erst tot. Wir haben nur ein paar Fragen an Sie. Ja, das sieht man. Mist. Ich sehe niemand. Ich gehe weiter. Okay. Mist, ich muss weg hier. Lass mich da aber aus dem Spiel, ne? Alter. Sergeant, das Ziel feuert nicht mehr. Was zum Teufel? So, alles da. Danke. Sehr freundlich. So, ja, ist es vielleicht ein kleiner Umweg? Aber ich würde gerne dem Sicherheitspersonal da aus dem Weg gehen. Hi, Wuffi. Na? Sorry. Naja, halt du die. Danke für das Geld. Er will schon sie Wichser, so viel Zeit muss sein. Ne? Und noch ein Wuffi. So, ja, hier 100 Meter noch. Wir könnten uns eigentlich dann mal ein Fahrzeug hier bei einem Autohändler irgendwie kaufen, oder? Oder wofür soll ich das Geld dann auf die Kante hauen? So, die große Preisfrage ist jetzt... Wie komme ich da oben hin? Ja, aus dem Weg. Ah, okay. Ja, gut. Ja, ist okay. Ja, ich hab's gehört. Ja, ist okay. Alright. Ich weiß jetzt, wie ich ans Geld rankomme. Alles gut. So. Antike Münze. Wir könnten dann, glaube ich, auch demnächst mal unsere Dings hier beim Pfandhaus mal wieder leeren. Beziehungsweise die Sachen, die wir jetzt soweit gesammelt haben. So, nächste haben wir jetzt hier drüben. Dann machen wir hier eine Schnellreise rüber. Ich finde, wenn man hier so im Sammelfieber ist, gehen die Folgen viel zu schnell rum. Aber ich will die Folgen jetzt auch nicht länger wie 30 Minuten setzen.
bevor es dann mit den Folgen doch Probleme gibt. Falls sie dann, ich sag mal, zu groß mit den Gigabytes werden. Das hätte ich dann auch nicht so gerne. Daher muss ich da leider auf die 30 Minuten so verbleiben. Es ist leider so, wie es ist. Aber wie gesagt, wenn das jetzt zu langweilig werden sollte, dann einfach die Folgen bitte überspringen. Und gut ist. So, Dankeschön. Wir haben eine Smartwatch bekommen. Das ist sehr, sehr nice. So, hier haben wir soweit jetzt alles gesammelt. Jetzt könnten wir hier drüben noch die Tüte mit Geld holen. Da müssten wir eigentlich drankommen, oder? Müsste doch eigentlich funktionieren. Dann können wir nämlich hier das Drohnenrennen auch noch machen. Also, das markieren, hier eine Schnellreise hin. So, wie kommen wir da am schnellsten on the way rüber? Das Beste wäre, glaube ich, wenn ich mir mal schnell einen Autowagen ausleihe. Also, er könnte bestimmt hier so eine kleine Abkürzung nehmen, oder? Fällt doch gar nicht auf. Sag ich doch. Perfekt. Perfekt. So. Alles klar. Mensch, also... Ehrlich gesagt, dass es hier mit dem Sammeln jetzt so gut vorangeht, hätte ich nicht gedacht. So, einmal den. Alle Einheiten, 1029, haben Informationen zu einem bekannten Täter. Übermitteln jetzt die CTOS-Koordinaten. Dort drüben ist doch was. Mãe do céu, o que que tá acontecendo? Ich habe genau gesehen, was sie falsch gemacht haben. Sie standen einfach da und haben Däumchen gedreht. Und so geht das hier nicht. Ne? Sie können hier nicht so ohne weiteres einfach Däumchen drehen. Und tschüss. Tja, kannst du mal gucken, ne? Kannst du mal sehen, wie geil ich bin. Eigentlich gar nicht, aber ist egal. So. Wilder Ritt am Hafen. Oh Gott, es sind aber immer noch einige Rennen. Kurz und Schwierigkeit schwer. Na, bravo. 55 Sekunden für Gold, 1,8 für Silber, 1,18 Bronze. Jo. Kann was werden. Um Gottes Willen. Ach du Scheiße. Wow. Tralalala. Thank you.
Okay, wäre fast noch Gold geworden. Na ja, gut. Hätte es mir jetzt schlimmer vorgestellt. Gut. Na, perfekt. Okay, also wir haben hier schon reichlich Ordnung reingekriegt. Da bin ich echt begeistert. Gut. Okay, hier machen wir jetzt gleich in der nächsten Folge weiter. Ich werde jetzt nochmal eben hier unten die Dinger versuchen schnell zu holen. Einmal hier das Kleidungsstück. Was will ich? So, dann müssen wir irgendwie hier aufs Dach drauf. Wunderbar, haben wir doch hier gleich mal eine Möglichkeit. Perfekt, perfekt, perfekt. Oh yeah, baby. That is very nice. I like this shit so much. Because I am the hacker on the San Francisco game here, Watch Dogs, ne? Also zwei, also, ne? Du weißt Bescheid. Was hast du da? Was machst du? Was hörte der? Markus? Du weißt schon, dass du da drauf musst, ne? Ja, ich freue mich. Ungemein. Ungemein. So, hier kommen wir hier auch nochmal eine Schnellreise fix hin. Das soll unten sein. Unten, 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 in der kalten Küche oder was? Oder mal gucken. Ja, ich bin immer irre, ich weiß. Brauchst du mir nicht sagen. Zentrale, wir haben einen anonymen Tipp zu einem möglichen Verdächtigen. Bitte melden. Ja. Ja, sie werden verhaftet. So, ach Mensch, die Folge ist auch jetzt schon wieder vorbei. Ach Mann. Dachte, der sieht mich jetzt. Ah, der geht aber geradeaus. Also, egal. Attacke! Schnauze! So. Scheiße. Dort drüben ist doch... Sie sind... Alle Mann! Alle... Hä? Eines möglichen Ziels in ihrer Nähe. Ist der jetzt wieder aufgestanden oder was? Sie verarschen? Oder ist er wieder... Das kann ja gar nicht neu gespawnt sein. Geht ja gar nicht. Hä? What the fuck? Also das ist ja... Nee. Also komm. Da ist er Verarschung. Aber volle Möhre. Das kannst du ja nicht bringen. Der ist ja gerade neu gespawnt. Also das geht ja gar nicht. Weißt du, der Typ wird verhaftet. Bringt die anderen zwei Typs um. Ja, auch blub. Dann tauche ich mal wieder auf. Wunderbar. Naja gut. Leute, wir sehen uns gleich in der nächsten Folge wieder. Und da werde ich mal gucken, dass wir hier diesen... einen Forschungspunkt erstmal gedingsen können und so, ne? Und ja, dann werden wir uns in diesem Gebiet weiter umgucken. Na gut, also Leute, bis gleich zur nächsten Folge. Macht es gut. Tschüssi!